Jungs, zwei Pils für euch. Super, danke. Danke dir. Bitte schön, gell? Hallo. Gute. Gute. Unerzähl, was machst du? Was soll ich erzählen? Ich bin mit Zivi fertig und jetzt versuche ich mich mit meinem Fachabi mit 3,7 zu bewerben. Findest halt nichts, ne? 50 Bewerbungen, 50 Absagen. Mhm. Ich habe auch gar keinen Bock. Das glaube ich. Irgendwie Ausbildung, ne? Der Vater fragt halt, deswegen. Mhm. Aber im Moment bin ich so ganz zufrieden. Trink und Mädchen. Könnte eigentlich so bleiben. Dann hier, geh doch studieren. Studieren? Ah ja, hier, BAföG versaufen, Füße hochlegen. Ist doch optimal. Das ist wirklich optimal. Hier, weißt du was? Ah, was dann? Ich glaube, ich werde Student. Nein. Saufen, fressen, becken, kacken. Trinke und Mädchen. Versaufen und BAföG jeden Cent. Kannst du nie mehr ohne Mann. Alternative wäre ja schaffen. Schaffe? Nee, da geh mal lieber auf die Uni. Ich will noch so viel erleben. Ich glaube, ich werde studieren gehen. So einen entspannten Studiengang, wie lang ich brauch, werde ich dann sehen. Heißt studieren nicht im Grunde, ein Bier zu jeder vollen Stunde. Ich mach mir eine geile Zeit und lerne nur so nebenbei. Ich bin so gern Student, saufen, fressen, flecken, kacken. Hab in der Vorlesung gepennt. Party geht vor, was soll man machen? Neue Bekanntschaften machen, als Student ist das sehr leicht. Ob WG oder Kneipe, ich trinke in Gießen nie allein. Studenten sind zu vergleichen mit klugscheißenden Alkoholleichen. Hochgebildet und asozial. Referieren und kotze strahlen. Oh, ich bin schon gern Student. Saufen, fressen, ficken, kacken. Doch hab die Prüfung wohl verpennt. Und jetzt muss ich sie nochmal machen. Geht nicht zur Universität. Sie liegt verkadert im Bett, weil es ja auch mit Livestream geht. Ich hatte Glück und hatte Pech drin. Ein hartes Stück bis Semester 16. Mittlerweile geht's mir so auf den Sack. Die Seminare und das erste Pack. Wie lang bin ich noch Student? Wie lang stehe ich noch still? Jeder Freund schon Absolvent, nur ich weiß nicht, was ich will. Ich sehe Mitbewohner kommen und gehen, kann sie mit den Jahren gar nicht mehr zählen. Kann auch die Jungen heute nicht mehr verstehen, studieren war doch früher mal schön. Ich muss hier raus, muss schaffen, muss Kohle verdienen, denn ich hab mir mit Krediten so viel Kohle geliehen. Jetzt sitz ich im Büro bei so einem Unsinnstermin, doch würde lieber mit den Jungs ne Runde Flunkyball spielen. Oh, ich war schon gern Student.